Du musst alles geben, um zu überleben. Beherrsche deine Furcht. Löse dich von der Wut. Tausend Jedi starben, Darth Dazzlus verfluchend. Wird? Wird? Auch du wirst meinen Namen rufen. Ja! Alles klar, einfach mal hier noch so ein neuer Gegner, den es im anderen Spiel nicht gab. So. Danke, Shader, auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Ebenso, Teddy 9999. Schön, dass ihr da seid. Ja. So ein Typ von Uta Pau, genau. Ein Pauaner. Hießen die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh. Also aber gegen die meisten Gegner hier hilft es nochmal. Ich knie nicht vor dir nieder, aber der sieht ja extrem cool aus, oder? Also, dass man so richtig, dass man den zum Beispiel nicht hatte im anderen Force Unleashed, dann lohnt es auf jeden Fall, das hier nochmal zu spielen, muss man sagen. So, das war eine schöne Kombi hier, die wir gerade hingelegt haben. Ey, hörst du auf. Das haben wir gerade aber irgendwie noch geschafft zu blocken. So, haben wir rein hier. Boah, ey. Was macht er jetzt hier? Ah, uns wegschleudern macht er hier. Ich glaube, da holen wir uns mal zwischendurch mal ein bisschen Lebensenergie wieder. Oh, oh, wir holen schnell Lebensenergie vor allem. So. Haha, ausgewichen. Und jetzt geht's wieder in den Angriffsmodus hier. Kashma, herzlich willkommen. Kashma 09, schön, dass du auch mit dabei bist, während ich mich hier mit ihm bekriegen muss. So, du besiegst... Na, das glaube ich nicht, dass du hier nochmal über die Sith herrscht. Genau. Ich bin die Zukunft. Oh, er ist betäubt. Hau auf ihn drauf. Er ist betäubt. Nutze es weise. Wie er immer ausweicht, wenn man so ganz kleinen Schritten immer zurückspringt. Nicht cool, Kollege. Ah, hör auf. Blitze, Blitze, Blitze. Zurückblitzen. Oh, ich sehe nichts. Komm wieder her. Darf die Isolus. Oh, der kann schon was. Der haut schon ordentlich rein hier, muss man sagen. A, B, C, Z, soll ich drücken? Was? Wenn ich vernichtete, kann ich euch jetzt besiegen. Dazu würde es den ganzen Rat benötigen, Junge. Das ist einfach. Keine Chance. Das ist einfach so ein random Rumgekloppe hier jedes Mal, wenn ich diese Quicktime-Sequenzen machen muss. Aber das ist ganz witzig. Oh. Komm her. Oh, noch ein Lichtvirtuell. Wir müssen doch mal hier eins für uns gewinnen. Die gehen immer unentschieden aus, irgendwie, die Lichtvirtuelle, habe ich das Gefühl. Oh, da haben wir gerade einen üblen Treffer beigebracht. Oh, weg, die Attacke tut weh. Und dann nochmal hier schnell weg. Hier nochmal hier die Lebensenergie mitgenommen. Ah, gleich viel besser. Ey, hör auf zu blitzen. Euer Hass macht euch schwach. Die Sith sind Hass. Nein, dreh das Ding doch anders. Ich dreh's doch richtig. Ah, Spiel. Lass mich das... Oh, Mann. Nicht cool, Spiel. Nicht cool. Ah, so, blitz doch mal. Nein, warum kann er denn sich da nicht gegen wehren? Blitz doch zurück einfach. So, habe ich mir extra Lebensenergie geholt, jetzt habe ich weniger Leben als vorher. Hat sich ja gelohnt, würde ich sagen. So, da haben wir es... Ah, jetzt. Na komm, richtig positionieren und dann hier ihn zurückschlagen. Jawohl, einfach draufschlagen. Oh yeah. Lichtschwert in ihm versenken, das findet er super, das weiß ich doch. Da steht er voll drauf. So, ich glaube, ich muss mir jetzt nicht nochmal Lebensenergie holen, oder? Ich glaube, wir schaffen das hier direkt. Oh nein, blocken. Ach, müsste er uns nochmal umgehauen, aber nicht so schlimm. Wir hauen nochmal rein hier. Ja, dann glaube ich, der hat gerade daneben gehauen. Okay, er geht jetzt eh darüber, dann holen wir uns hier auch nochmal Lebensenergie. Was will er, was macht er? Warum rennt er weg? Bleib da. Hä, was, warum ist er weggerannt? So, ist uns egal. Von Jedi vernichtet. Welche Hoffnung hast du? Ich bin kein Jedi, toter Mann. Nein! Ah, ich hasse diese Quicktime-Sequenzen jetzt schon. So, aber wir kriegen natürlich nochmal einen neuen Versuch hier. Ach, jetzt kommt schon die Finale. Ah, okay, das ist eine andere. Jetzt prügeln wir ihn einmal hier richtig schön durch. Hauen wir ihn weg. So, mit Statue geht's jetzt bergab für ihn. Das hat er nicht überstanden. Master? Proxy, was tust du hier? Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Castam Paratus ist viel stärker als du. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Der Imperator? Ja,
Nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Aber Star Wars The Old Republic? Ich glaube, Star Wars The Old Republic 2 ist der, oder? Knights of the Old Republic? Ich weiß gar nicht. Oder The Old Republic ist der echt? Of The Old Republic? Okay, dann. Alles klar, da kennt man den her. Okay, ich kann den jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall herzlich willkommen noch an Mr. FS King und CT6116. Herzlich willkommen. So, eine neue Machtkraft. Dunkle Wut. Berufe dich auf die Macht der dunklen Seite, um den Schaden deines Lichtschwerts zu steigern. Mach deine 3-Angriff-Lichtschwert-Kombo und drücke dann A. Okay. Assage Ventress haben wir auch noch als Charakter freigeschaltet für den Duell-Modus. Alles klar. Und einen neuen Lichtschwertkristall haben wir freigeschaltet. Quixoni? Dieser Kristall ermöglicht dem Träger, die Macht zu bündeln, um die Stärke beim Würgen zu erhöhen. Ruf die Option Lichtschwert anpassen in der Rogue Shadow, um auf dein Lichtschwert anzuwenden. Ich glaube, da behalte ich meinen alten erstmal. Wo waren die ganzen Machtsachen? Ist das hier beim... Ah, da sind die Machtkräfte gewesen. Ah, und jetzt können wir die auch mal hier verbessern. Wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? Steht irgendwo, wie viele Punkte wir... Ach, da unten steht die Machtpunkte, die wir haben. Oh, wir haben einiges. Oh, 149.000 haben wir, 40.000 kostet sowas. Hier, Blitz, Lichtschwertwurf, Rückstoß, Luftschock, Würgen, Siffschlag, Sturm, Sprengen. Oh, hier gibt's einiges dazu auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Lichtschwertwirbel. Ah, okay, die da unten sind aber ein bisschen günstiger als die da oben. Was holen wir uns denn zuerst? Ich glaube, die Blitze sollten wir auf jeden Fall verbessern, weil die sind, glaube ich, recht hilfreich normalerweise. Ich habe schon ein Kostüm freigeschaltet, alles klar. So, machen wir mal die Blitze besser. Ich würde gerne noch das Luftschock würgen, dass man die Leute rumwirbeln kann. Das gibt's gar nicht hier. Das ist anscheinend nicht mit dabei. Beim anderen gab es nämlich auch noch, dass man da mehr Leute hochheben konnte und sowas. Okay. Rückstoß, Luftangriff. Ja, machen wir die Blitze noch ein bisschen stärker. Vielleicht noch den hier noch ein Upgrade dazu hier. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, Blitz oder Machtschub. Oder der Rückstoß. Oder Lichtschwertwurf. Aha, so viele Möglichkeiten. Machen wir mal die Blitze, komm. Hauen wir mal voll rein bei den Blitzen hier. Upgrade, zu teuer. Ich bin verwirrt, ich hab doch 60.000. Wie kann ich das nicht upgraden? Okay, dann nicht. Gut, dann nicht. Dann sparen wir uns die Punkte. Auch recht. So, wir wollen... Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Es gibt noch Kostüme. Trainingsausrüstung. Trainingsschwer, Trainingsausrüstung. Ich bin verwirrt. Ah, okay. Jetzt ändert sich auch das Kostüm. Ach, das dauert immer kurz, bis das lädt quasi. Trainingsschwer. Ah, okay, dann gibt's das Kostüm. Aber wir kriegen ja jetzt eh gleich, wir werden jetzt eher sowieso ja gleich anders aussehen, wenn wir dann nach Ruxus Prime reisen, glaube ich. Zu Katzan Paratus. Ah, Stufe 3 wird erst im Storyverlauf freigeschaltet. Alles klar. Das erklärt's dann natürlich. So, wir haben nur ein Ziel hier, Ruxus Prime. Na dann, auf geht's zu Katzan Paratus. Zumindest im anderen Spiel, wenn man es auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt hat, der schwierigste aller Bosse. Setzen wir unsere Reise also fort nach Ruxus Prime. Zu Katzan Paratus, der sich hier seinen eigenen Jedi-Tempel nachgebaut hat. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Roxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre hunderte Droiden, die sich alle einander zurufen. Hier gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich, aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel schon zu Fuß aufsuchen. Kreist zurück zum Tempel und wartet auf mein Signal. Seid vorsichtig. Okay. Ja, das sieht anders aus. Das sieht definitiv anders aus hier schon mal. Ah, dann ist es gleich ein Holocron. Sehr gut. Die Story ist ähnlich, aber sie ist doch ein bisschen anders, die Story. Aber zum Beispiel haben wir ja gerade auch einen Bossgegner gesehen, den es im anderen Spiel nicht gab. Ja, sehr cool. Also die Story ist ähnlich, also die Gesamthandlung ist ähnlich, sagen wir es mal so. Aber so einzelne Teile unterscheiden sich auf jeden Fall. Du hast dieses Level immer gehasst. Das ist sehr beruhigend. Oh, können wir hier mit runterfahren? Ah ja. Ach, witzig, das ist quasi ein Aufzug aus einem ehemaligen TIE Fighter. Auch nicht verkehrt.
Sehr schlauchig, das Level. Ja, beim anderen war es eigentlich ein relativ offenes Level, gell? Beim letzten Force Unleashed. Also, was heißt beim letzten? Beim anderen Force Unleashed, bei der Xbox-Version und PC-Version und so. Was seid ihr? Oh, ihr seid die Schrott. Ihr seid die Schrotttypen. Oh, ihr seid doch bestimmt gegen Blitze anfällig, oder? Habe ich jetzt extra die Blitze verbessert? Jetzt hoffe ich mal, dass die was gegen euch bringen. Ah ja, ah, die kann man zumindest zerlegen. Das ist endlich mal Gegner, die man zerlegen kann. So mag ich das doch. Gehört doch einfach hier dazu, wenn man ein Lichtschwert hat, dass man auch die Gegner damit zerlegen kann. Oh, lasst mich in Ruhe. Hört auf, mich von allen Seiten anzugreifen. Aua, aua. So, mal zwischendurch den hier machen. Und den einen oder anderen Gegner abstechen. Oh, die halten aber schon ein bisschen was aus hier, die Kollegen, muss man sagen. Ja, kann spannend werden. Oh. Schon sind sie weg. Das ist echt sehr schlauchig, das Level bis jetzt. Ich trage noch das erste Kostüm. Stimmt, ja. Das ist richtig. Ach, die Kostüme, die kann man hier gar nicht ändern, gell? Die kann man nur in der Rogue Shadow ändern. Ah, okay. Ne, dann gehen wir hier wieder zurück. Ich dachte, ah, ja, okay. Stimmt. So, Faulschen 100, herzlich willkommen. Das ist auch neu, das Tierchen. Oh, das sieht nicht nett aus. Oh, noch mehr von euch, als wenn das Riesenviech da nicht schon gereicht hätte. Oh, einfach überall reinprügeln. Alles, was uns irgendwie angreifen könnte, anprügeln, dann funktioniert das schon. Oh, man, die Gegner rein hier, so ein bisschen Lebensenergie wäre eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Gibt's hier irgendwo Lebensenergie? Ah, da oben gibt's Lebensenergie. Ist sehr gut. Ah, die kann man sogar anziehen zu sich. Machtfähigkeit, oder er zieht sie automatisch zu sich an, glaube ich. Wenn er in der Nähe ist. Ah, nicht so verkehrt. So, den Großen haben wir, glaube ich, kaputt gemacht. Jedenfalls tun diese ganzen Blitze da darauf hinweisen, dass wir da ein bisschen effektiver waren. Ich bin nur noch am Schwenken hier von meinem Arm, ey. Kriegt seine Muskelkater von dem Spiel hier. Da gibt's gleich noch mehr von denen. Ah, das ist schön. Da freue ich mich aber. So. Hey, Blitze sind echt nicht so besonders effektiv, aber die wären bestimmt noch effektiver. Oh, da hinten ist sogar noch ein Holocron. Jetzt finden wir ja sogar eine Holocron. Ist nicht schlecht. Mal gucken, dass wir noch mehr Lichtschwertkristalle finden. Aber so ein Lichtschwertkristall pro Level finden wir, glaube ich, ganz gut eigentlich. Ja, du sagst auch ich dachte ja auch, dass die Blitze eigentlich effektiv sein müssten gegen die, aber bis jetzt schienen sie mir irgendwie nicht so effektiv zu sein. Aber wir haben sie jetzt ja sogar verbessert, die Blitze. Also ein bisschen besser sollten sie jetzt auf jeden Fall sein. Aber ihr seht ja, wenn ich mir... Ja, wohl, die halten aber auch, glaube ich, relativ viel aus, einfach allgemein. Ja. Also, wir merken uns, was rot und blinkt, nicht reinlaufen. Ich glaube, am effektivsten ist immer noch, die Gegner immer irgendwo hinzuwerfen. Problem ist halt bei Gegnern, die schießen können, dass die dann gleichzeitig auf uns schießen können, während wir sie irgendwo hinwerfen. Oh, 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 oh. Da kamen sie aus der Seite raus, wo ich sie nicht gesehen hatte, die Mistviecher. Nicht mit mir. Wassermarsch gibt's auch gleich nochmal. So, aber erstmal muss ich die hier besiegen, bevor ich hier Wassermarsch machen kann. So, euch mal zwischendurch mal weghauen hier. Mal ein bisschen Luft wieder verschaffen hier. Die Luft ist hier wahrscheinlich allgemein nicht so besonders angenehm. So, ich war davon ausgegangen, dass er automatisch sein Kostüm ändert jedes Mal, wenn er auf einen neuen Planeten geht. So wie das beim alten immer war. Beim alten Force Unleashed, dass er sich jeweils immer angepasst hat, aber anscheinend muss man das hier manuell machen. Na gut, da trinke ich nochmal einen auf euch hier mit Wasser. Hier, Prost. Ah, ihre Verteidigung kann ich lösen mit den Blitzen, dass mich dann quasi nicht mehr angreifen können. Auch war sogar zweimal Wasserbomasch, alles klar. Na. Ah. So. Okay. Was ist hier für ein Kommando-Dingens, was hier einfach so drinnen steht und leuchtet? Okay. Ich frage mich ja, wer hier noch den Strom angeschlossen hat an das Ding, aber okay. Nicht hinterfragen, Drabu, nicht hinterfragen. Oh, für euch haben wir doch was besonders Schönes. Ja, yeah. Explosionen. Ich weiß doch, dass ihr die mögt. Naja, Explosionen sind auf jeden Fall effektiv. Also Sachen, die explodieren, sollten wir auf jeden Fall auf sie werfen. Oh, das ist noch ein Holocron. Hätte ich auch nicht gesehen, wenn die mich hier nicht noch attackiert hätten. Oh ne, da kommt wieder so ein Großer, glaube ich, hinter mir. Oh, und irgendwas blitzt da ganz übel rum. Ah, da kann sich teleportieren, der Große. Ah. Oh ne, zwei sogar von euch, Großen. Oh ne, das muss aber nicht sein hier. Das brauchen wir nicht unbedingt. Da hätte mir einer durchaus gereicht. So, aber die können aber sogar rumschleudern, die Großen. Ich sehe zwar nicht viele, aber ich hoffe einfach mal, dass es effektiv ist, was ich hier mache. So, gehen wir ein bisschen hier so weg und dann blitzen wir mal einen von denen voll. Einmal die volle Blitzladung reinhauen. Jawohl, den ersten haben wir erwischt und den zweiten auch. Ja, sehr gut. Aber auch gemein, hier auf engstem Raum gegen die zu kämpfen. Schlag drauf, ja. Du hast die Grafik besser in Erinnerung gehabt. Ja, das ist oft so, dass man bei alten Spielen die Grafik besser in Erinnerung hat. Das kenne ich, das Gefühl. Wo bekommt der Strom den Strom? Ja, Fragen über Fragen.
Aber hier ist wahrscheinlich irgendwelche Sachen, irgendwelche Kraftwerke oder sowas, der Katz dann Paratus hier aufgebaut hat, wo der Strom dann erzeugt wird oder so. Oder irgendwelche alte Batterien, die hier noch rumliegen von irgendwelchen Schiffen oder so. Im Hintergrund war zum Beispiel ein Naboo Fighter, glaube ich, gerade eben hinter mir, weil ich es richtig gesehen habe. In der Zwischensequenz. Wieso wie denn? Wieso nicht? Dr. Ryder 9, herzlich willkommen. Genau, wegen dem Duellmodus. Nur deswegen habe ich die TV-Version. Damit wir bald den Duellmodus spielen können, gell? Da hast du doch richtig Bock drauf. Hier mit V-Mode und so Duellmodus. So, sowas magst du doch, das weiß ich doch. Oh. Nein, 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 wenn das Ding in die Luft fliegt, bin ich tot. Oh Gott, so viele Gegner. Was ist hier bitte schön los? Ah, weg, 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 weg. Hol dir Lebensenergie. Hol dir die Lebensenergie. So, nochmal in den hier reinprügeln. Was, der ist schon tot? Dann nochmal den Großen hier auch nochmal anblitzen. Jawohl. Die Blitze mögen sie wirklich nicht. Oh. Die Rodianer sind hier auch schon wieder eingefallen, glaube ich, da vorne, oder? Sind das die Rodianer? Im anderen Teil waren es aber die Rodianer. Okay, ihr seht schon, Lennart, keinen Bock auf den... Lennart hat keinen Bock auf den Duellmodus. Tja, tut mir leid, dann kann ich leider nicht mit dem Len 16 spielen. Hä? Seit wann hatte ich ein blaues Lichtschwert? Oh, ein Schrottgolem. Ja, die gab es im anderen Teil auch, aber da sahen sie sehr anders aus, muss man sagen. Oder da machen die Blitze aber... Oh ja, die Blitze mag er gar nicht. Die Blitze mag der Schrottgolem aber gar nicht. Und das wiederum... Ey, das wiederum mag ich sehr gerne. Jetzt müssen wir trotzdem mal gucken hier. Hör mal auf den anzuvisieren. Hör mal auf den... Au! Kann ich die irgendwie blocken oder so? Hör auf damit. Ah, die kann ich nicht blocken, die Dinger. Hey. Ja, weg. Ah, Lebensenergie, sehr gut. Kann ich nur abhauen, wenn die Dinger kommen, wenn er die wieder macht. So, dann haben wir hier ordentlich die Blitze in ihn rein. Ah, die kann er aber auch kurzzeitig zumindest, kann er sie blocken. Aber, nicht cool, Kollege, nicht cool. Ah, jetzt blockt er meine Angriffe immer, der Sack. So, aber jetzt haben wir ihn trotzdem schon besiegt, glaube ich. Nein, außer ich drücke die falsche Taste, dann habe ich ihn nicht besiegt. Oder, kriege ich noch eine Chance? Ich krieg nicht eine Chance. Ich krieg dafür ordentlich einen drauf hier von ihm. Hat er mir gleich zurückgezahlt, als ich versucht habe, ihn zu besiegen. Oh shit, ich hatte ihn doch fast. Komm, jetzt geh drauf. Geh einfach. Ah, jetzt haben wir die Chance. Ja, Gott sei Dank. Jetzt darf ich es nicht wieder verkacken. Noch eine Chance kriegen wir, glaube ich, nicht. Dann könnte es mir nicht von unserem Leben her etwas eng werden. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, was wir hier tun. Das dürften wir ihn gleich erledigt haben. Jawohl, ja. In der Mitte auseinander. So muss das sein. Sprecht. Drexel. Grino Krutta Kada. Hola. Wir werden sehen. Na, der Naboo Fighter. Ich habe ihn richtig erkannt. Ach, ja, Gnade ist nicht so sein Ding. Erst nochmal strecken hier, alles klar. Nochmal aufrecht hinsetzen. Am besten bei den Sequenzen kämpfen und nicht reden. Ja, das stimmt schon. Aber hey, wir haben es geschafft. Am meisten muss man ja eh nur drauf prügeln eigentlich. Immerhin. Ich war nah an meinem ersten Tod, aber nur nah dran. Zum Glück. Ja, also echt witzig, dass sie selbst den Naboo Fighter hier wieder eingebaut haben. Aber da kann man auch noch ganz viele andere Sachen erkennen. Ich frage mich zwar auch, warum sie die ausgerechnet hier entsorgt haben und nicht auf Naboo einfach irgendwas anderes rausgebaut haben, aber... Naja. Der lebt noch? Ich glaube nicht. Ja, natürlich, der lebt noch. Genau, der schläft nur, der Gegner. Der Rodianer schläft nur. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.